Europa ergibt sich natürlich die große Chance, dass wir die guten Exportzahlen in die USA weiter erhalten können und nachhaltig für eine gute Exportsituation nicht nur Deutschlands, aber auch anderer europäischer Staaten sorgen können. Ja, grundsätzlich muss man natürlich europäische Standards sichern und auch nachhaltig dafür sorgen, dass sie selbst bei einem solchen Abkommen später nicht reduziert werden können, sondern dass sie möglicherweise verbessert werden dürfen, selbst bei der Sicherung von Investitionen, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Unabhängig davon kommt es, glaube ich, vor allen Dingen darauf an, dass man die gegenseitigen Standards hier irgendwo respektiert und dass man Regelungen trifft, dass beide Seiten damit zufrieden sind. Europa bräuchte sicherlich mehr Zeit, um das Ganze ein bisschen in die Breite diskutieren zu können und vor allen Dingen auch, um der Bevölkerung etwas mehr Wissen zu diesen Dingen zu vermitteln. Unabhängig davon wäre es natürlich wünschenswert, dass wir selber mehr über diese Dinge, die verhandelt werden, erfahren. Denn dort besteht im Moment das größte Hemmnis, dass die Verhandlungen nach wie vor geheim verlaufen und dementsprechend kaum für die Masse der Bevölkerung erreichbar sind.